Franz Fritzmeier, der neue Sportdirektor in Frankfurt, steht bei uns. Wir treffen dich bei einem DNL-Spiel. Erstmal schön, dich mal wiederzusehen. Was treibst du hier? Ja, freut mich auch. Und es ist natürlich heute eines der größten Nachwuchsspiele derzeit in Deutschland, also Köln gegen Mannheim. Und zwar absolute Top-Mannschaften Nachwuchs. Da tummeln sich unsere besten Talente der Zukunft mit hier. Und es ist natürlich sehr interessant, das zu sehen. Und nebenbei ist Köln auch der Kooperationspartner von Frankfurt. Nicht nur die DL-Mannschaft, sondern auch die DNL-Mannschaft. Du bist jetzt seit 2, 3, 4 Wochen in Frankfurt in deinem neuen Amt. Wie hast du dich eingelebt? Sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ein tolles Umfeld vorgefunden, einen tollen Club, der sehr gut aufgestellt ist, der sich sehr gut entwickelt hat. Und ja, es hat mir den Einstieg sehr leicht gemacht. Was sind jetzt überhaupt deine Aufgaben? Was erwartet dich dort? Meine Aufgabe ist eben der Sportdirektor, die zukünftige Mannschaft zusammenstellen, den Trainer unterstützen, wo es geht, und ein enges Bindeglied zum Vorstand zu sein. Und ja, und halt auch so im täglichen Bereich zu arbeiten und natürlich auch das ganze Scouting, ja, also nicht nur Nachwuchsspiele, sondern auch weltweit zu scouten. Und ja, um die positive Entwicklung, die Frankfurt die letzten Jahre genommen hat, weiter voranzutreiben. Es wurde geschrieben, dass du ein Mann mit Visionen, mit neuen Ideen bist. Welche kann man da zum Beispiel erwarten? Ja, neue Ideen ist ja immer relativ. Ich meine, Frankfurt hat die letzten Jahre hat sich kontinuierlich sehr, sehr positiv entwickelt. Ja, war letztes Jahr Meister, also das ist ja schon, höher geht es momentan in der zweiten Liga. Aber wir wollen natürlich den Erfolg weiter fortsetzen und das Ganze immer weiterentwickeln. Ja, und da gibt es, wie gesagt, da ist Scouting natürlich ein wichtiger Bereich. Na, und auch die Entwicklung der derzeitigen Mannschaft. Na, immer wieder das Ganze weiterzuentwickeln im Sinne zu dem, kontinuierlich Spieler weiter zu fördern aus dem eigenen Club und neue dazu zu bringen. Jetzt habt ihr gerade, ich würde mal sagen, einen kleinen Durchhänger. Ist die Platzierung jetzt schon ein Thema in der Kabine oder überhaupt auch denkt ihr doch noch von Spiel zu Spiel? Ja gut, sicherlich als Meister 4 Spiele hintereinander zu verlieren, ist jetzt nicht optimal, aber jede Mannschaft macht mal so eine Phase durch, wo es nicht so läuft im Moment. Aber ich denke, wir stehen in der Tabelle immer noch gut da und wir werden auch uns, bin ich mir ganz sicher, schnell aus dem Tief rauskämpfen und dann wieder zu unserer wahren Leistungsstärke zurückfinden. Du sagst gerade, wo es dann gerade nicht so läuft im Team. Das haben wir ja auch gerade in Duisburg in der Oberliga, wo du auch lange tätig warst. Hast du da noch immer einen Blick drauf? Wie denkst du darüber? Ja, ich habe natürlich immer in Duisburg, ich war sehr lange in Duisburg und insgesamt der Club und die Fans liegen mir sehr am Herzen. Das war ein bisschen wie mein zweites Zuhause da. Fast 10 Jahre war ich da und man guckt natürlich immer mit einem Auge dahin und drückt natürlich fest die Daumen, dass es endlich mal mit dem Aufstieg klappt. Was derzeit los ist, da weiß ich nicht. Ich kann immer nur sagen, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es nach oben geht. Gut, dann sagen wir erstmal Dankeschön und für euch auch weiter viel Glück. Danke. Vielen Dank.